Blooper Team. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Adlerdom zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal, zu Layers of Fear Legacy. Ja, so viel dazu. Ich hoffe wie immer bei den ersten Parts, dass die Kamera gut eingestellt ist. Auf dem Display der Kamera sieht es gut aus. Das ist natürlich immer, ja, eine gewisse Ungewissheit, dass man halt auch nicht weiß, wie das dann im Endeffekt aussieht, aber ja. Layers of Fear ist ein einzigartiges Spielerlebnis, bei dem jede Entscheidung die Geschichte beeinflusst. Wie im richtigen Leben sind es die geöffneten Türen, die mitgenommenen Erinnerungen und die erforschten Schatten, die dich definieren. Es mag unser Spiel sein, aber es ist deine Reise. Ja, und damit beginnen wir gleich mal ein neues Spiel. Ja, was denn auch sonst? So, da haben wir einen Bilderrahmen. Einen abgehängten Bilderrahmen. Und das soll wohl ein sehr atmosphärisches Horrorspiel sein. Da bin ich gespannt. Ich kenne es noch gar nicht. Ich habe noch nie Erfahrung mit Layers of Fear gemacht. Naja. Auf geht's. I know how you must feel. Lost. Ui, wieder Englisch mit Untertiteln. Wie schön. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Wir sehen erstmal nicht viel. Oscar Wilde, von dem war das Zitat, was ihr dort unten gelesen habt, zumindest. Und damit war eine Tür. Ah, und wir können uns schon direkt bewegen. Können wir die Bewegung rausfinden. Ah, damit schwenken wir nach oben, unten, rechts und links. Und damit bewegen wir uns vor, zurück und so weiter. Das ist unser Körper, den wir steuern, das ist unser Blickfeld. Ah, schön. Sehr toll. Simple und einfache Steuerung. So, hier ist der Ausgang, beziehungsweise der Eingang. Schön. So. ZR drücken und bewege R. Aha, okay, so ganz verstanden habe ich es noch nicht. Ah. Jetzt kann ich die Tür öffnen. Ah, Joy-Con. Bewegung. Sache. Okay, ich muss die Steuerung erstmal ein bisschen kapieren. Aha. Ich bewege die Tür mit meinen Joy-Cons. Und wenn das mal keine atmosphärische Steuerung ist. So, und der grüne Punkt dort, das ist der Punkt, mit dem ich mich hier umsehen kann. Und damit kann ich auf Dinge weisen und die dann halt benutzen. So, hier haben wir schon mal ein sehr altes und ja, gruseliges, doch etwas, ja, doch, man kann es sagen, gruseliges Gebäude. Hier der Eingangsbereich, da gibt es noch nicht ganz so viel zu sehen. Ja, das ist die Draußentür, oder? Die Tür nach draußen in den Regen. Schön, schön. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal langsam weiter. Hier gibt es nicht mehr viel zu sehen. So, Türknauf. Und zieh auf. Ja, nice. Dann können wir hindurch. So, was gibt es hier zu sehen?
Wow, Blitz und Donner draußen. Das ist schon mal die richtige Atmosphäre für ein Horror-Game. Ja, eine große Halle mit vielen Sachen, die es zu erkunden gibt. Okay, hier haben wir einen Wandschrank, den ich vielleicht gerne berühren würde. Kann ich da hingehen und den vielleicht mal anfassen? So. Einmal Sesam, öffne dich. Oh, da haben wir was drin. Untersuchen wir es. Ein Bild. Eine Fotografie. Eine zerknitterte Fotografie. Ihr seht es selbst. Aha. Da sind zwei Menschen abgebildet. Der eine ist nicht mehr ganz sichtbar, weil zerkratzt. Joa. Machen wir auch noch die andere Seite offen. Machen wir auch noch die andere Seite auf, sagte ich, damit ich da mal reingucken kann. Oder halt auch nicht. So, also gibt es hier noch was Wichtiges zu sehen? Ah, die Schublade. Die ist nichts drin. Kann man also wieder zumachen. Da gibt es noch was zu touchen. Ah, den Schrank wieder zuzumachen. Okay, da mal was aufmachen. Was haben wir hier? Sieht nach Alkohol aus. Ja, mitnehmen können wir es nicht. Noch nicht, wie es ausschaut. Vielleicht können wir später noch irgendwas mitnehmen. Die Musik ist im Hintergrund schon ziemlich atmosphärisch. Da stehen wir es gleich wieder zu. Oder ne, war da was drin? Ne, das ist nur der Knopf für die Bedienung. In dem Bedienfeld. Oh, da ist aber was drin. Da können wir mal reingucken. Oder? Und können wir es nicht. So. Atmosphärische Musik im Hintergrund. Ach, das ist das Regal hier. Das lassen wir mal lieber zu. So, ist da etwas drin? Können wir das aufmachen? Ja, da ist was drin. Können wir das auch gleich angucken? Nee, nicht so wirklich. Dann machen wir es mal wieder zu. Ich sagte, dann machen wir es mal wieder zu. Oder auch nicht. So, die hintere Schrankwand öffnen. Schön wird sich hier umgeguckt. So, da wird auch noch. Nein, das ist die falsche Schrankwand. Die wollte ich nicht öffnen. Wir wollen darüber. So, schön. Jetzt machen wir mal wieder alles ordentlich zu, damit das hier nicht stehen gelassen wird. Das gehört sich nicht, fremde Sachen aufzumachen und die dann nicht mehr zu schließen. Das Bild ist ziemlich dunkel. Ich sehe relativ wenig, aber ja, das ist nicht nur an der Kamera so, das ist auch wirklich dunkel, das Bild. Naja, wir haben hier Kerzenschein hier. Können uns ein bisschen umschauen. Kerzen schon mal ist nicht gerade das beste Licht für einen Horrorstreifen, aber ja. Gut. Ich habe was zu lesen. Oh, Oh, Übersetzung. Ja, wollte gerade sagen, das ist Englisch. Sehr geehrter Herr, wir bitten Sie höflich darum, unsere Schädlingsbekämpfer nicht wieder zu belästigen, sowie von weiteren höchst unangemessenen Schreiben an uns Abstand zu nehmen. An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass meine Mutter eine äußerst respektable Dame ist, die nicht besonders gütig auf derartige Anschuldigungen reagiert. Alle unsere Mitarbeiter, die ihr Anwesen besucht haben, konnten keinerlei Hinweise auf einen Schädlingsbefall feststellen und entschieden sich daher zu keiner weiteren Maßnahmen, außer einer lediglichen prophylaktischen Giftausreibung. Wir bitten Sie, dieses Schreiben als unsere letzte Warnung anzusehen. Andernfalls wird der nächste Brief, den Sie erhalten werden, von unseren Anwälten stammen. Mit freundlichen Grüßen, Karl Dento, FR Personalabteilung.
Pesky Pets Schädlingsbekämpfung. Joa, sprechen kann auch nicht der Zwerg. Joa, das Haus macht mir jetzt schon ein bisschen Angst. Sieht sehr wohlig aus, also man kann darin leben. Sieht noch ziemlich, ja noch, ich vermute, das wird sich noch ändern. Noch sieht es ziemlich heimlich aus, also man kann drin wohnen. Aber die Atmosphäre hier, die ist ziemlich schaurig. Also wohnen würde ich persönlich dann nur sehr ungern. In so einem alten Gemäuer. Gerade auch aufgrund von anderen Horrorfilmen und Büchern habe ich gegen solche alten Gemäuer irgendwie ein bisschen eine Abneigung. Ja, ein bisschen Vorurteil vielleicht, aber ja, ich habe nur noch parallele Räume. Wir gehen, glaube ich, erstmal hier hin. Können wir alles nacheinander abarbeiten. Liegt noch etwas auf dem Boden. Können wir uns das hier mal anschauen. Ja. Nice, nice. Haben wir ein paar Räume zum Angucken. Okay, angucken. Die Störung habe ich noch nicht ganz kapiert. Können wir mal um die Ecke. Oh, eine Küche scheint das zu sein. Nice. Auf jeden Fall sollte ich mich nicht ruckartig umschauen, also nicht auf einmal umdrehen. Das ist ein Horrorspiel immer nicht gerade sehr vorteilig. Ja. Können wir uns mal die Flasche dort anschauen? Scheinbar nicht. Aber da können wir was anfingern. Ah, okay. Eine Waage. Sehr schön. Weiter in die Richtung. Ein Gemälde. Können wir uns das angucken? Schön, schön. Ein Stillleben. Ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse, ein bisschen Früchtchen in altertümlichen Gefäßen und ja, Gefäßen. Wein auch ein bisschen, ich sehe dort ein Weinfass, ja, ein bisschen Gemälde, Kritik, ein bisschen Betrachtung, Kunstbetrachtung. So, Farben, Goldrosa, gebranntes Umbra, Siena, Pinsel mal 25, Lufterfrischer 50, Äpfel 10 Kilogramm Schnaps mal 30. Ui, das sind die Einkaufszettel für das Bild dort oder was? Lufterfrischer, oha. Wer braucht denn hier 50 Lufterfrischer? Da muss es aber stinken, wenn man hier 50 Lufterfrischer braucht, um den Tänzer wieder herzustellen. Die Musik macht mir eigentlich am meisten Angst. Die ist ja gruselig. Sowieso. Das stand schon offen, das habe ich nicht geöffnet. Hier kann ich noch andere Dinge öffnen. Na komm, mach auf. Ui, diese Bewegungen, die sind immer sehr sportlich. So, gucken wir mal in den Ofen rein. Was gibt es da zu sehen? Bevor uns gleich die Hexe reinsteckt. Machen wir es vielleicht mal wieder zu. Na komm, mach zu. Alle Risiken entfernen, die später irgendwie was machen könnten. Ich weiß Bescheid. Ist für so ein Horrorspiel nicht schlecht, wenn man mal irgendwie die Backluke zumacht, bevor sie einem noch Schaden bringt. Ich sag die Backluke zu. Zack. Zu. Zu. Mei. Diese verdammte Steuerung. Ach ja, dann lass mal, also lass halt offen. Wie du meinst. Also hier haben wir Töpfe, hier haben wir Kräuter. Ja, schon ganz angenehm. Also schlimm sieht es hier noch nicht aus. Kann man, wie gesagt, unter Umständen drin wohnen. Kann man machen. Oh, noch ein Gemälde. Können wir uns das auch angucken.
Es scheint alles Fotografien zu sein. Ja, eine Blumenvase scheint das zu sein. Das kann ich von der Entfernung jetzt nicht beurteilen, aber nicht genau zumindest. Aber scheint erstmal eine Art Gemälde zu sein. Da können wir also was touchen. Oh, wieder eine Backluke. Schön, diesmal haben wir sie erfolgreich geschlossen. So, die Tür. Öffnen wir sie. Eine Kammer. Eine kleine, ja, Speisekammer. Vorratskammer. Hübsch, hübsch. Alles hübsch. Noch relativ hübsch. Äpfel haben wir hier viele. Schön, schön. Na denn. Machen wir die Tür mal wieder zu. Da müssen wir nicht noch unbedingt rein. Waren wir gerade drin. Müssen wir nicht nochmal wieder rein. So, Backofen auf. Backofen wieder zu. Ich sagte Backofen wieder zu. Uah, das beherrsche ich hier noch nicht so gut. Ach Mensch, lass offen. Werde ich später bestimmt bereuen, aber lass mal erstmal offen. So, den Bereich erkundet. Geht es weiter nach hinten. Und davor habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Das Badezimmer. Ja, ist doch immer schön. Es hat auch in Horrorspielen immer einen gewissen Flair. Das Badezimmer. So. Hier mal die Regale öffnen. Ich bin hier mal so frei und öffne alle Regale. Schau mich ordentlich um. Ich habe hier noch keinen Besucher gesehen. Ich bin hier relativ alleine. Kein Gastgeber. Scheine hier wirklich relativ allein zu sein. Achso, ja, die Steuerung, die muss ich noch ein bisschen lernen in der nächsten Zeit. So, noch schaue ich mich relativ entspannt um. Ein Spiegel, vielleicht können wir uns da selbst drin sehen. Da sind wir ein Vampir. Wir scheinen ein Vampir zu sein. Im Spiegel sehe ich mein Ebenbild nicht. Ist er zu dreckig dafür. Na komm. Geht nicht, oder was? Ja, da können wir scheinbar was antatschen, aber können wir es auch bewegen? Na komm. Jetzt bin ich aber, ja, egal, komm, lassen wir es bleiben. So wichtig wäre es jetzt auch nicht. Oder ist das später noch wichtig? Ich weiß es nicht. Haben wir jetzt hier alles gründlich untersucht? Da fehlt uns noch was. Briefe liegen da auf dem Teil. So, gehen wir nach oben oder was? Schauen wir uns nach oben um. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das eines Tages bereuen werde. In der Zeit bereuen werde. Aber ich gehe da jetzt hoch. Vielleicht wird es jetzt gruselig, aber ja. Und weiter oben sind wir. Ja. Jetzt haben wir den Blick nach unten, den wir schon aus dem Trailer kennen. Einen sehr schönen Blick. In den Trailer habe ich mich ja sofort verliebt. Ein hübscher Trailer. Für dieses Ding. So, zweites Geschoss. Es blitzt und donnert. Ja, schauen wir uns gemütlich um. Oh, Gesichter, Porträts. Soll ich vielleicht nochmal runter, mal die Porträts in aller Genauigkeit angucken. Ja. Das sieht doch erstmal sehr sympathisch aus, oder? Vor allem dieses hübsche Gesicht hier. Ja. Kann man nichts gegen sagen, oder? Hübsche Leute. Sind hoffentlich nicht die Bewohner hiervon. Wahrscheinlich sind es doch. Ein Flügel. Da haben wir einen Flügel. Oha! Da hat sich doch was geräuscht. Da hat doch was gehört. Ja, Mai. Mach hier Geräusche. Ein bisschen Klavier spielen. Oha! Mai!
Holla, da fängt es jetzt schon an, gruselig zu werden. Hui! Hör mal ein bisschen auf den Flügel spielen und schon fällt der Flügel hier zu. Von dem Schreck erstmal erholen. Wir gucken uns weiter um, auch wenn es hier langsam anfängt, Geräusche zu machen. Eine Alkoholflasche. Ja. Langsam kriege ich Angst vor dieser Bude hier. Ich höre schon Geräusche. Denkt doch ein Zettel an der Tür. Können wir die mal angucken? Aha. Hab die ganze Nacht gearbeitet. Weck mich nicht auf. Dann werde ich diese Tür jetzt mit Gewissheit nicht öffnen. Zumindest jetzt noch nicht. Haben wir hier denn etwas Interessantes zum Gucken? Die Tür ist verschlossen. Diese Tür dort werde ich gewiss jetzt nicht öffnen. Ich gucke mich erstmal dort um, wo die Türen offen stehen. Nicht unerlaubt in irgendwelche Gebiete rein eintreten und mir Zutritt verschaffen zu Sachen, wo ich nicht rein soll. So, eine Ahnenhalle oder nein, eine Ahnenhalle sieht anders aus. Scheint so eine Art Büro zu sein oder sowas. Und dieses wunderhübsche Porträt hängt dort am hier hinterm über dem Kamin hinter dem Arbeitsplatz. Ja, eine Art Bibliothek auch. Sehr gut. Ich drehe mich mal ganz langsam um. Ja, sollte man nicht so oft machen. Um auch zu gucken, ob hier noch was rausgeht. Dann blitzt doch was, da blinkt gerade was. Schlüssel mitgenommen. Da habe ich schon das erste Item in meinem Fundus. Ein Porträt. Ein Schlüssel haben wir. Wieder hübsch. Was haben wir hier? Boah, ich habe schon so ein bisschen Angst, mich umzuschauen. Ja, nettes Porträt. Schaut schon schön aus. Kann man machen. Das war bestimmt ein Lieber aus der Familie. Oder ist. Telefon, Gabel. Gehört bestimmt aufs Telefon hier. Können wir hier drauf setzen? Gehört es dahin? Oder halt auch nicht. So, da steht noch was. Es tut mir leid. Ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass es uns zu etwas Besonderem machen. Du hast es versprochen. Ah, okay. Wir erfahren scheinbar langsam mehr über die Personen, die hier leben oder lebten. Ein umgeworfener Dingens, eine umgeworfene Leiter, die für das Bücherregal gedacht war. Ja, schön, dass die Kamera so schnell sich bewegt. Hastige Bewegungen macht. Oh nein, jetzt habe ich mich hier eingeschlossen. Das finde ich doch herrlich. Das wollte ich jetzt nicht. Liebes Spiel. Ich fange hier schon an zu schwitzen. Ich will hier raus. Aus diesem Zimmer. Dankeschön. Will hier nicht gefangen sein in Zimmern. Nicht unbedingt. Oh, da ist auch noch eine Tür. Auweia. Sieht gefährlich aus. Welche Tür öffnen wir jetzt als erstes? Die verschlossene Tür dort. Worauf stand, weckt mich nicht. Oder die Tür am Ende eines dunklen Ganges. Bevor ich wirklich viel Angst habe. Komm, wir klopfen dort mal. Moin. Ich war zu Hause. Ja, Musik läuft. Ich habe jetzt ehrlich Angst. Ich wollte nicht stören. Sorry. Ich verschwinde wieder. Ich wollte kein Chaos anrichten. Tut mir leid. Nichts für ungut. Ja, die weiße Tür am Ende des dunklen Ganges. Ja, da traue ich mich erstmal nicht so hin.
könnte ich das bitte gut sein lassen und ja, hinter mir lassen und nicht dort reingehen, nicht alles untersuchen? Also, wenn es jetzt real wäre und natürlich wäre, würde ich natürlich meine Beine in die Hand nehmen und da rausrennen hier aus dem Haus. Ja, wenn es real wäre, wäre ich gar nicht in so einem Haus drin. Hoffentlich. Ja. Aber Horrorspiele sind ja immer nicht sehr real. Die Bedingungen sind ja noch nicht sehr genau und natürlich. Ja, noch können wir uns so schnell wie möglich umdrehen und es macht hier, glaube ich, noch nicht so viel. Ja, ich würde mal sagen, beenden wir diesen Part an dieser Stelle. Darf ich das hier schon an dieser Stelle zu einem Ende bringen? Ich würde sagen, machen wir das an dieser Stelle. Im nächsten Part rücken wir weiter vor und gehen hier mal weiter auf die weiße Tür zu. Ja, ist doch ein Ziel für den nächsten Part. Ja, Däumchen nach oben, sollte euch bis hierhin gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid und ja keinen weiteren Part von diesem Horror-Let's Play verpassen wollt. Ein hübsches Gemälde. Der Mann sieht auch nett aus. Oder halt auch nicht. Interpretationsweise. Ja, scheint ein bisschen was von der Familie zu sein. Ja, man sieht sich. Habt noch einen angenehmen fröstlichen Morgen, Mittag oder auch vielleicht auch eine angenehme Nacht. Wer weiß es, wann ihr das Video guckt. Ja. Gehabt euch wohl und haut drin. Ciao, ciao. Adios. Bis denne. What do we do when we fail? We start over.